Wir beschäftigen uns jetzt im nächsten Kapitel mit den Nährstoffen in einem See, weil wir vorhin über diese verschiedenen Zonen gesprochen haben, wo Licht durchdringen kann, beziehungsweise wo kein Licht mehr eindringen kann. Wir sprechen hier von einer euphotischen und aphotischen Zone, wie im vorigen Kapitel erwähnt. Die euphotische ist dann eben auch diese sogenannte trophogene Zone, wo Nährstoffe produziert werden, und in der aphotischen, wo dann kein Licht mehr durchdringen kann, wo keine Photosynthese stattfinden kann, werden die Nährstoffe aufgebraucht. Das heißt, es ist eine respiratorische Zone. Und wie vorhin erwähnt, diese Schicht oder diese Grenze, die diese beiden Schichten abtrennt, nennt man Kompensationsebene. Wir haben hier auch eine Balance zwischen der Photosynthese und der Respiration. Es wird hier gleich viel produziert wie abgebaut. Und als Nährstoffe bezeichnen wir hier zum Beispiel anorganische Salze, Phosphat, Nitrat, beziehungsweise auch gelöste Stoffe, organische Stoffe wie gelösten organischen Kohlenstoff. Im Litoral haben wir natürlich eine ähnliche Einteilung. Hier sehen Sie wieder die trophogene und die trophlytische Zone, was man auch als Nährschicht und Zerrschicht bezeichnen kann. Und in der Litoralzone haben wir natürlich auch eine Zonierung von verschiedenen Pflanzen bis hin zu den Makrophyten. Und hier spricht man vom Eulitoral, wo Pflanzen gerade noch im Wasser sind, beziehungsweise schon als Landpflanzen, aber jedoch mit einer gewissen Versumpfung noch vorhanden sind. Wobei hier klassische Beispiele Säcken und Schilfe sind, beziehungsweise Seerosengürtel bezeichnen wir dann als Sublitoral, und im Profundal finden wir dann wirklich Organismen, die absolut unter Wasser vorhanden sind und keine Teile mehr in der Luft haben. Hier sehen Sie als Unterschied, wie das bei einem stehenden oder bei einem Süßwasser im Vergleich zum Meer ist. Und hier bezeichnet man diese Zonen im Meer als Kontinentalschelf, beziehungsweise diesen kontinentalen Abhang im Abyssal, und was man bei den stehenden Gewässern als Profundal bezeichnet, da spricht man im Meer als Hadal. Entschuldigung. Wie kann sich jetzt ein Untergrund eines stehenden Gewässers bilden? Und da gibt es Unmengen jetzt von sedimentbildenden Prozessen, natürliche Prozesse oder auch von Menschen gemachte. Wenn Sie sich jetzt diese Grafik anschauen, welche Einflüsse wir hier haben. Es gibt hier natürlich von links beginnend verschiedene Zuflüsse, die Partikel einbringen in das Gewässer. Man nennt das auch klassische Partikel. Von Natur gemacht natürlich jede Art von Erosionen, die in das Gewässer hineinrutschen. Natürlich auch atmosphärische Partikel, das kann jetzt Ruß sein, Staub, Vulkanasche, wie Sie da auch im Hintergrund sehen, auch natürlich radioaktive Partikel, die dann wieder spezielle Marker sein können im Sediment, weil man es sehr oder zum Glück oder im Unglück speziellen Jahren zuordnen kann. Also sprich Glück, weil man eben sehr, sehr präzise Jahresmarker hat. Dann haben wir auch von menschlichen Siedlungen viel Einfluss, von der Industrie natürlich. Über die Vegetation kommt sehr viel Material aus dem Einzugsgebiet, wie Laubfall zum Beispiel. Stellen Sie sich gerade einen See im Wald vor. Dann natürlich auch von den Böden, von Rutschungen, von Schmelzwässern, die Material mit einbringen. Was dann im Sediment selbst passiert, sind Prozesse, die durch Organismen verursacht werden. Man spricht hier von einer sogenannten Bioturbation. Das heißt, das Sediment wird im Sediment nochmals aufgewirbelt durch bodenlebende Organismen,
durch Benthos oder auch durch Mikroorganismen, die zum Beispiel, wie hier auf der Grafik sichtbar, diese Rücklösungsprozesse verursachen können. Das heißt, es werden aus dem Sediment Mineralien wieder rückgelöst bzw. resuspendiert. Im Sediment selbst sehen Sie hier verschiedene Definitionen, wie Turbidite, die Tephra, die Werfen oder auch biochemische Werfen. Und was das bedeutet, sehen Sie jetzt gleich in der nächsten Abbildung. Zum einen die Turbidite. Da spricht man von Gestein, welches durch einen Trübungs- oder Suspensionsstrom entsteht, also was natürlich abgelagert wird. Man hat hier verschiedene Arten von diesen Turbiditen. Es kann jetzt sein, dass auch Spurenfossilien dabei sind. Es können Tone oder Silte vorhanden sein. Es gibt auch diese sogenannten Strömungsrippeln, die man vielleicht kennt, wo feiner Sand so gerippt ist, wo eben durch die Strömung diese feinen Rippen entstehen. Und ganz nach unten hat man natürlich groberes Material wie Geröll, Kies oder Sand. Das ist so fein in den Lagen abgelagert. Dann spricht man auch von Werven. Das ist ein Begriff aus dem Schwedischen. Das heißt Streifenton übersetzt. Und das sind jährliche Schichten im Sediment, die hauptsächlich von glazialen Erosionen stammen, die eben über die Zeit langsam abgelagert werden. Das kann man zum Beispiel sehen an neu gebildeten Gletscherseen, wo diese Gletschermilch oder dieser feine Gletschersand langsam abgelagert wird. Man kann hier auch eine Abfolge erkennen zwischen hell-dunkel. Das heißt, man kann zwischen organischen und anorganischen Schichten unterscheiden. Die Tephra, das ist wieder ein Begriff aus dem Griechischen, was so viel bedeutet wie Asche. Das sind Ablagerungen von Vulkanenprozessen aus der Pyroklastik, beziehungsweise können auch klastische Sedimentgesteine abgelagert werden, und die Tephra ist meistens eine unverfestigte Ablagerung.